So they say that you live and you learn. Like, yeah. Every time she moves on, she says, who else knows? All my friends are blowing up my phone. Ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Mit Karaten, Champagner, Fäden. Mit Fame, viel Geld, dicken Willen und Sonnenbrillen. Ich seh doch ganz genau, dass du eigentlich was anderes willst. Ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Ab jetzt wird es mir besser gehen. Schau. Was man hier nicht haben darf, ist natürlich Höhenangst. Abgesehen davon natürlich eine entsprechende ordentliche Ausbildung, die Sie hier bei der WEGA auch lernen können, um bestmöglichst auch eingesetzt zu werden und auch von oben in gewisse Häuser. Auch die Überleitung zum folgenden Festakt. Während sich der Seiltechniker nun kopfüber vom Rathaus abseilt, kommt in Kürze die Polizeimusik. Aus einer gesicherten Position, der Hund muss bleiben, darf den Hundeführer nicht verlassen und so arbeiten wir uns taktisch durch den Einsatzraum. Sie sehen auch hier wieder Elemente der Unterordnung. Das heißt, hier ist genau das, was wir am Anfang gesehen haben. Wenn sich der Hundeführer zurückbewegt oder nach vorne bewegt, hat der Hund bei ihm zu bleiben und hat auch ohne Leine zu warten, ob es für ihn einen Einsatz gibt oder eben nicht. Genauso müssen sie natürlich Hindernisse gemeinsam überwinden. Und der Hund geht wieder in die Mitte zum Hundeführer und bewegt sich. So, jetzt haben wir einen Täter gefunden. Der Hund darf beißen. Und natürlich auch da wieder auf diese Art und Weise einsetzen müssen wir sicherstellen können, dass der Hund genau auf Kommando reagiert und das tut, was wir von ihm wollen. Der Hund soll verbellen, das heißt, er sitzt vor der Person, steht und bellt, darf aber nicht beißen. Der Hund wird wieder abgerufen und wird wieder zum Täter geschickt. Es kommt ein Fluchtversuch. Den hat der Hund durch Biss zu verhindern und er hat zu beißen und darf nicht mehr auslassen. Aus! Sitz! Auf Kommando ablassen. Und der Hund hat wieder auf das Kommando des Hundeführers zu warten oder ob ein Angriff auf ihn stattfindet. Wenn ein Angriff stattfindet, dann der Hund darf nicht beißen, sondern muss so lange verbellen, bis ein Kommando kommt oder ein Angriff kommt. Diesen muss er abwehren und dann darf er beißen. Egal, ob die Person liegt, sitzt, steht, der Hund darf von seinem Beutegegenstand nicht mehr ablassen, außer es kommt das Kommando aus, so wie jetzt. Dann darf er ihn wieder haben. So, jetzt werden die unterschiedlichen Positionen am Stand gezeigt. Das heißt, der Hund muss sich hinsetzen, hinstellen oder ablegen, immer auf Kommando des Hundeführers. Selber funktioniert natürlich auch mit Handzeichen. Das heißt, der Hundeführer zeigt dem Hund die Position mit der Hand an. Ich heb nicht ab, wenn du